Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wir befinden uns heute bei mir zu Hause und wie ihr sicherlich im Titel schon gelesen habt, soll es heute nicht um Autos gehen, sondern um unsere geplante Garage. Wir haben vor circa 2 Jahren ein Grundstück gekauft, haben dann ein Haus gebaut und sind vor einem Jahr hier in dieses Haus gezogen. Das Grundstück ist 780 Quadratmeter groß und wir haben halt draußen die Möglichkeit, eine Doppelgarage zu bauen. Ja, wir gehen am besten einmal raus, dann zeige ich euch einmal, wo die Garage ungefähr hinkommt. Ja, hier sehen wir die Einfahrt. Und momentan stehen die Autos einfach in der Einfahrt. Hier ist auch noch nichts gepflastert. Und die Garage soll ungefähr hier auf diese Position kommen. Also der Anfang soll quasi hier hinter diesem Podest sein, ungefähr auf dieser Höhe. Hier soll das Garagentor sein. Und ja, die Garage wird 9 Meter lang sein, 6 Meter breit. Und wir haben dann ungefähr 2 Meter Abstand zum Haus. Also für mich kamen eigentlich nur 3 Garagentypen in Frage. Und zwar die Fertig-Betongarage, dann einmal die Fertiggarage in Holzbauweise und als letztes die Massivbauweise. Wir gehen jetzt einmal zu meinem Rechner, da schmeiße ich einmal die Planung an und zeige euch mal die Maße von der Garage und was wir da so geplant haben. Und ich gehe jetzt noch mal im Kurzen auf die 3 verschiedenen Garagentypen ein. Wir fangen mal mit der Fertig-Betongarage an. Eine Fertig-Betongarage baut man nicht selber, sondern man konfiguriert sie online, man bestellt sie und dann wird sie zu eurem Grundstück geliefert. So eine Fertig-Betongarage, je nach Größe, kann zwischen 7.000 bis 20.000 Euro kosten, je nachdem wie groß ihr diese plant. Und die wird meistens in Elementen von 3x6 Meter auf einem LKW zu eurem Grundstück angeliefert und aufgestellt. Dafür müsst ihr allerdings vorher ein Streifenfundament herstellen, damit die Garage sicher und gerade steht. Wenn man dann eine größere Betongarage haben möchte, dann werden wie gesagt mehrere Elemente zusammengesteckt. Das sind meistens 3x6 Meter Elemente. Und dann hat man immer so eine unschöne Naht, weil die Garagen werden einfach nur zusammengesteckt, aber nicht miteinander mit Mörtel oder sowas miteinander verbunden, sondern da kommt einfach nur so eine Zierleiste drumherum und das war's. Das ist der eine Nachteil. Der zweite Nachteil, diese Garagen lassen sich immer sehr schlecht verklinkern. Und wir wollen hier bei uns die Garage in derselben Optik haben wie das Haus. Das heißt, die Garage soll verklinkert werden. Es gibt die Möglichkeit, Betongaragen mit so einem Riemchen auszustatten. Das sieht dann so ähnlich aus wie eine Verklinkerung, aber farblich gibt es da meistens Unterschiede. Also hauptsächlich wegen der Verklinkerung habe ich mich dann doch gegen die Betongarage entschieden, obwohl das die günstigste Variante gewesen wäre. Die zweite Variante wäre eine Fertiggarage in Holzbauweise. Auch da bestellt man eine Garage, die wird online zusammengestellt, man gibt die Größe an und dann bekommt man so einen Bausatz geliefert. Entweder baut man die Garage dann selber auf oder man bestellt dann sozusagen einen Montageservice mit dazu. Dann wird die Garage für eine Summe X auch noch vom professionellen Montagepersonal zusammengebaut. Diese Fertiggaragen in Holzbauweise könnte man verklinkern. Optisch von außen würde sie genauso aussehen wie eine massive Garage. Warum ich mich allerdings gegen die Holzbauweise entschieden habe, ist ein einfacher Grund. Die Garage ist nicht so langlebig und man kann leider keine hohen Lasten an den Wänden befestigen. Und deswegen ist da die Massivbauweise etwas besser geeignet. Die Massivbauweise ist die teuerste Variante, aber dadurch, dass ich das meiste in Eigenleistung machen möchte, würde das nicht so teuer werden, als wenn man die Garage von einem Bauunternehmen hier bauen lässt. Bei der Massivbauweise benötigen wir eine Bodenplatte, auch Fundamentplatte genannt. Und auf dieser Fundamentplatte wird dann die komplette Garage gebaut. Entweder baut man dann die Garage aus Kalksandstein oder halt aus Bodenbeton. Bodenbeton ist auch unter Ytongstein bekannt und dafür habe ich mich entschieden. Ja, dann benötigt man natürlich noch ein Dach. Beim Dach möchte ich so einen Fertigbausatz bestellen, der wird dann hierher geliefert und den möchte ich dann selber montieren. Ja, die Elektrik und den Innenausbau machen wir auch selber. Was ich mir allerdings nicht selber zutraue, ist die Verklinkerung. Verklinkern ist nicht ganz so einfach und da werde ich mir wahrscheinlich ein Angebot einholen und lasse dann die Garage von der Fachfirma verklinkern. Ja, so viel zu den verschiedenen Bauweisen von Garagen. Jetzt gucken wir uns einmal unsere Planung an. Da bitte nicht wundern, die Aufnahmen zu der Planung habe ich schon vorher aufgenommen, deswegen habe ich da noch etwas weniger Haare und etwas weniger Bart. Das hier soll unser Haus darstellen, das Haus ist schon fertig, wir wohnen hier bereits und jetzt haben wir uns nachträglich dafür entschieden, eine Garage zu bauen. Man hätte natürlich die Garage auch gleichzeitig mit dem Haus bauen können, allerdings
hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht ausreichend Geld dafür und deswegen machen wir das jetzt im Nachhinein. Dafür werden jetzt aber einige Kosten doppelt anfallen. Das heißt, die Planung muss jetzt nochmal separat erstellt werden. Wir müssen den Bauantrag nochmal neu stellen. Und das sind halt Kosten, die man vermeiden hätte können, wenn man das sofort mit dem Haus damals mitgeplant hätte. So, wie wir sehen, haben wir hier eine Grenzbebauung. Bei der Grenzbebauung muss man auch so einiges beachten. Das heißt, die Garage darf zum Beispiel nicht höher als 3 Meter sein. Diese Kante hier darf nicht länger als 9 Meter sein und da gibt es noch tausend andere Sachen, die man beachten muss. Da müsst ihr am besten mit eurem Planer bzw. Architekten sprechen. Der kann euch dann genauer erklären, was zu berücksichtigen ist. Ja, die Garage selber hat Außenmaße von 6 x 9 Meter, also die ist 9 Meter lang und 6 Meter breit. Innen drin wird sie natürlich ein bisschen kleiner sein, weil die Ytong-Steine, ich weiß nicht, das sind glaube ich 17er, 20er Steine oder sowas und die nehmen natürlich auch Fläche weg. Jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz den Grundriss an. Ja, wie wir sehen, haben wir hier eine 6 Meter breite Garage und die ist fast 9 Meter lang. Und hier kann man das so ein bisschen sehen, die Wände sind 31 cm dick. Die Wände bestehen aus zwei Schichten. Einmal hat man den Ytongstein, dann hat man eine Luftschicht von ein paar Zentimetern und dann kommt die Außenverklinkerung. Das für alles zusammen nimmt 31 cm ein. Das heißt, wir haben auf der rechten und auf der linken Seite jeweils eine 30 cm breite Wand und das geht von diesen 6 Metern natürlich weg. Das heißt, am Ende bleiben da effektiv nur noch 5,40 Meter über, innen drinne. Das ist schon grenzwertig, wenn man damit zwei Autos parkt und vernünftig noch die Türen aufmachen möchte. Ja, viel schmaler würde ich die nicht planen. Ging bei uns leider nicht anders, wir wären sonst zu nah am Haus und wir konnten die Garage aufgrund der GRZ auch nicht größer planen. Ja, dann sehen wir hier, also 44 Quadratmeter haben wir in der ganzen Garage, also die komplette Fläche eben drin sind 44 Quadratmeter. Und wir haben hier hinten nochmal so einen kleinen Werkstattraum. Da will ich tatsächlich eine Werkbank aufstellen und ein paar Maschinen und so weiter lagern, Akkuschrauber und so weiter und ein paar Regale aufbauen. Unser Haus hat keinen Keller und das soll auch als Kellerersatzraum dienen. Das heißt, da sollen ein paar Sachen, die halt zu Hause nicht rumliegen sollen, die sollen dann in der Garage gelagert werden, zum Beispiel Campingstühle, ein Zelt und all sowas. Ja, wie wir sehen, haben wir hier hinten nochmal eine Tür, die ist ungefähr 1 Meter breit. Da habe ich mich schon gegen entschieden und zwar habe ich da jetzt eine bessere Idee. Ich möchte nämlich hier so eine Doppeltür einbauen, wo man beide Flügel aufmachen kann. Hintergrund ist, hier will ich eine Hebebühne haben. Dann kann man da auch zum Beispiel mit einem Projektauto da durchfahren, das hinten abstellen. Wenn man dann zum Beispiel zwei Projekte gleichzeitig hat, man schraubt erstmal nur in einem Auto, das andere kann dann hinten abgedeckt stehen und später kann man das wieder reinschieben. Dann müssen die ganzen Schrottkarren nicht vorne in der Einfahrt stehen. So, jetzt zeige ich euch nochmal die geplanten Kosten, die wir hier haben. Hier sehen wir die ganzen Positionen. Da sind bei mir jetzt 13 Positionen insgesamt. Dann habe ich hier eine Kategorie, ob diese Leistung in Eigenleistung erbracht wird oder nicht. Hier nochmal die Bezeichnung, was das überhaupt ist, die geplanten Kosten dafür und das, was ich bisher gezahlt habe und wann ich das gezahlt habe. Fangen wir hier mal mit dem Bauantrag an. 1500 Euro habe ich dafür eingeplant und gekostet hat das 1428 Euro. Die Architektin hat uns diese Planungsunterlagen, die ich euch gerade gezeigt habe, erstellt, plus diverse zusätzliche Unterlagen und hat diese Unterlagen dann bei der Behörde eingereicht. Die Behörde hat dann für die Bearbeitung von dem Bauantrag auch nochmal 300 Euro kassiert. So, das heißt, wir haben jetzt 1700 Euro schon ausgegeben und haben draußen noch gar nichts stehen. Ja, jetzt muss ich mich als nächstes um das Abstecken kümmern. Das heißt, die Position von der Garage, die muss haargenau definiert werden. Und zwar ist das ja eine Grenzbebauung. Die Garage darf keinen Zentimeter weiter auf dem Nachbarsgrundstück stehen. Deswegen ist das sehr wichtig, dass da genau abgesteckt wird. Dann muss ich mich um eine Fundamentplatte kümmern. Das kann ich leider nicht selber herstellen. Ich habe mir zwar YouTube-Videos angeguckt, wie man das macht, aber das fand ich schon ziemlich aufwendig. Deswegen werde ich mir da eine Firma suchen, die mir so eine Fundamentplatte baut. Da habe ich 4000 Euro eingeplant. Ich habe schon von einer Firma einen Kostenvoranschlag bekommen. Allerdings war das so Pi mal Daumen. Und der hat, glaube ich, 7.000 bis 8.000 Euro rausgehauen. Und das kam mir ein bisschen zu viel vor. Wobei die Betonpreise sind in den letzten Jahren, Monaten gestiegen und viel günstiger werde ich da wahrscheinlich nicht bei rauskommen. Ich hoffe, das wird irgendwo zwischen meinen geplanten 4000 und den vorgeschlagenen 8000 liegen. Das Mauern, das geschieht in Eigenleistung. Das heißt, diese Kosten hier fürs Mauern
1500 Euro, das ist rein nur das Material. Das sind die Ytong-Steine und der Kleber. So eine Matten braucht man dann noch, wo die Steine draufgestellt werden. Ja, die Elektrik werde ich auch selber machen. Ich bin gelernter Elektriker. Mein Kumpel, der gegenüber gebaut hat, der ist auch Elektriker. Seine Garage haben wir auch schon gemauert. Und die Elektrik werden wir auch selber machen. Ja, das Verklinkern, das traue ich mir wieder nicht zu. Da werde ich auf jeden Fall auch eine Firma beauftragen. Und hier sind die Kosten 5000 Euro, das wäre quasi Material inklusive Arbeit. Ob ich damit auskomme, werden wir dann sehen. Ja, das Dach ist eins der teuersten Positionen. Wir sehen hier 10.000 Euro. Und das ist auch in Eigenleistung. Man kann sich so ein Dach konfigurieren lassen, beziehungsweise man bestellt eine Firma. Die gucken sich einmal die Garage an, die gucken sich die Planungsunterlagen an und erstellen für euch dann so einen Bausatz. Dieser Bausatz wird dann angeliefert und ihr müsst dann dasselbe aufbauen. Die Firmen bieten auch die Montage an. Meistens ist das dann aber nochmal 2.000, 3.000 Euro teurer. Da werde ich dann sehen, ob ich diese Kohle über habe, vermutlich nicht. Also werde ich das versuchen, in Eigenleistung alles aufzubauen. Ja, dann haben wir nochmal das Garagentor. Das ist hier mit 1.500 Euro geplant. Ich möchte ein Garagentor, was quasi so hoch fährt und mit einer elektrischen Ansteuerung haben. Es kann sein, dass es dann mit der Ansteuerung auch 2.000 Euro kostet. Ich habe hier mal 1.500 Euro angegeben. Das sind alles Preise, die ich so ungefähr im Internet ermittelt habe. Und ja, ja, die Tür 800 Euro, damit werde ich wahrscheinlich auch nicht auskommen, weil ich ja so eine doppelflügelige Tür haben möchte und die ist meistens ein bisschen teurer. Dann brauchen wir noch einen Estrich, der wird auf der Bodenplatte sozusagen später reingegossen, sobald die Elektrik und so weiter alles fertig ist. So, dann haben wir noch die letzten beiden Positionen Trockenputz. Beim Putz gibt es mehrere Varianten. Entweder nimmt man Trockenputz, das sind so eine Platten, die man einfach in die Wand schraubt und dann wird das verspachtelt und angemalt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, normalen Putz aufzubringen. Dann muss man quasi den Putz auf die Wand draufstreichen. Oder man lässt den Putz komplett weg und malt einfach die Ytong-Steine ganz normal mit Wandfarbe an. Das ist keine schöne Variante, da muss man schon sehr gut mauern können, damit das am Ende auch gut aussieht. Außerdem hat man noch die Problematik mit der Elektrik. Die möchte ich zum Beispiel Unterputz haben, das heißt, ich muss Schlitze in die Wände fräsen, da die Elektrik verlegen. Und wenn man das dann später übermalt, dann wird man die ganzen Schlitze sehen, das sieht nicht so gut aus. Ja, und am Ende gibt es nochmal einen Bodenbelag, das heißt auf den Estrich kommt dann entweder eine Fliese drauf oder ich werde den Estrich einfach nur mit so einer speziellen Farbe versiegeln. Da werde ich nochmal gucken, welche Variante mir am besten gefällt. Und wie wir sehen, am Ende kommen wir bei ca. 30.000 bzw. 31.000 raus. Ich vermute, durch die gestiegenen Materialkosten werde ich dann am Ende eher bei 35.000 landen. Wenn euch das Garagenthema interessiert, dann abonniert gerne den Kanal. Dann könnt ihr mitverfolgen, wie ich die Garage aufbaue. Eventuell habt ihr auch ein paar hilfreiche Tipps für mich, falls ihr schon so eine Garage gebaut habt oder Maurer seid und wisst, worauf es da ankommt, dann gerne in den Kommentaren was reinschreiben, was mir weiterhelfen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis bald.